Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe. Und zwar spiele ich in dieser Reihe das Spiel Brick Force. Es ist ein Shooter, ein Ego-Shooter, wie man schon sehen kann. Mit der linken Maustaste schießt man, ne? Und der Shooter ist ein Minecraft-Shooter sozusagen, denn man kann dort seine eigenen Maps bauen aus Bricks. Also Bricks ist sozusagen ein Block. Kriegt er mal eine Granate hier, noch eine. Nee, so nicht hier, Leutchens. So nicht, Leutchens. Aber das gibt's ja nicht, das ist. Ja. Es gibt verschiedene Spielmodi. Der erste Spielmodi, den ich jetzt gerade auch spiele, ist Team Deathmatch. Es gibt das blaue Team und das rote Team. Ich bin gerade im blauen Team. Und das Ziel ist natürlich, so viele Gegner wie möglich aus dem anderen Team zu killen. In diesem Spielmodus respawnt man. Ja, es gibt eben meistens zwei verschiedene Spawns. Da jetzt ist das blaue Spawn da und der rote Spawn da in dieser Map. Also es gibt tausende verschiedene Maps. Man kann selber Maps bauen. Aber nochmal zurück zu den Spielmodi. Also hier Team Deathmatch. Wahrscheinlich auch der bekannteste, populärste, beliebteste Spielmodi in diesem Spiel. Wenn man mal so durch die Lobby scrollt, sieht man eigentlich nur Team Deathmatch. Es gibt aber auch noch andere Spielmodi. Oh, das war jetzt nicht so klug. Und zwar gibt es das ganz normale Einzel-Deathmatch. Jeder gegen jeden. Das kennt man ja auch, da respawnt man auch. Das Ziel ist eben, so viele Kills wie möglich zu machen. Dann gibt es noch Capture the Flag. Das kennt man ja eigentlich auch. Es gibt einen Flaggenpunkt, wo sich jedes Team die Flagge abholen kann. Und dann gibt es einen Punkt pro Team, wo man die Flagge hinbringen muss. Ja, dann. Was gibt's noch? Dann gibt es noch The Fusion. Das ist Bombe legen. Ein Team muss die Bombe legen, das rote Team. Und ein Team muss die Bombe entschärfen. Den da oben entschärfe ich jetzt mal. Er geht halt hoch, du Trottel. So. Dann sprinten wir mal darüber. Ja. Diffusion. Dann gibt's Bauen und Zerstören. Das ist wirklich, wirklich ein sehr cooler Spielmodus. Aber der wird meiner Meinung nach viel zu selten gespielt. Also, ich mag den richtig gerne. Aber, ja. Die anderen Leute anscheinend nicht, weil den eben fast niemand spielt. In Bauen und Zerstören geht es darum, es gibt, also in dem Spielmodus gibt es zwei Phasen, anders als in den anderen Spielmodi. Und zwar die erste Phase, in der jedes Team seine Hälfte der Map aufbauen kann. Und dann die zweite Phase, in der man sich bekämpft. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Spielmodus. Die meisten Leute bauen dann eben erstmal den Turm, wenn sie einen Sniper haben, oder eine kleine Wand, dass die anderen nicht auf ihre Seite rüberkommen. Ich persönlich baue da meistens einen Bunker, aber das kann ich euch ja später oder in der nächsten Folge auch nochmal zeigen. Ja, dann welchen Spielmodus gibt es noch? Da, ich glaube, der heißt Attack, da bin ich aber nicht sicher. Da kommen so kleine Vögel oder Bienen oder so. Auf der einen Seite spawnen sie, auf der anderen Seite ist ihr Ziel. Das blaue Team muss es schaffen, dass alle blauen zum Ziel kommen und das rote Team muss es schaffen, dass alle roten zum Ziel kommen. Und wer eben als erstes eine bestimmte Anzahl von diesen Teilen im Ziel hat, welches Team das gewinnt, und man kann die von dem anderen Team natürlich erschießen. So, und da ist die Runde schon vorbei. Wir sehen jetzt hier, das blaue Team hat gewonnen. Ich bin Platz 3 mit 14 zu 8 KOs. Hab
ca. 300 Force-Punkte bekommen und 470 XP. Ich bewerte die Map jetzt mal. Und dann zurück. Hier ist die Lobby. Hier links sehen wir unseren Charakter. So sehe ich aus. Das hier ist die Map. Zeitlimit 30 Minuten, Zielsetzung 100 KOs. Ich mache mich mal schnell auf bereit. Waffen alle. Mit Game-Beitritt on, dass man, wenn das Spiel schon läuft, auch rein kann. Autobalance ist off. Jeder, wie er es will. Das hier ist das blaue Team. Das hier ist das rote Team. Ja, sieht gerade so aus, als wollen die uns abfahren, aber das schaffen sie nicht. Dann hier sind meine Force-Punkte, 6119, meine Brick-Punkte, 32.000 und meine Tokens, das ist die Spezialwährung, Premium-Währung, da habe ich 286. Mach mal los hier. Hier oben, man sieht Raum 47, Walle. Ja, wir können jetzt auch mal hier Rechtsklick auf diesen Quirk-Lead machen und dann Profil. Und dann sehen wir hier das Leutnant 3. Der hat eine KD von 70,45%. Oh, ich bin Raumleiter, also mache ich mal schon Start. Ja, das ist der Ladebildschirm, nichts Besonderes. Und sobald alle oder sobald ich geladen habe, bin ich in diesem Bildschirm hier ready. Und dann zählt es runter, sobald alle geladen haben. Mit der Umschalttaste sehen wir hier dieses kleine Menü. Da sehen wir ja die Kills und alles. Ja, KOs, Assists, Downs. Downs sind die Tode. Dann rechts daneben der Score. Zur Berechnung des Scores. Der Score ist sozusagen, wie viel Leben man dem Gegner, den Gegnern abgezogen hat. Und aus diesem Score berechnet sich dann am Ende, wie viele Punkte man bekommt. XP berechnen sich daraus, wie viele Leute mit im Raum drin waren. Das hier ist jetzt gerade ein 1 gegen 1. Der Quirk lädt, der wartet noch. Ich habe die Map jetzt mal nicht geändert, aber ich hätte genug andere Maps. Ich glaube, nächste Runde mache ich eine andere Map rein. Oben sehen wir, das rote Team hat 2 Punkte, das blaue Team hat 2 Punkte und es geht bis 100. Und dann haben wir noch links ein kleiner Radar, auf dem sehen wir unsere, oh, eine Blendgranate, ah, auf dem würden wir unseren Verbündeten mit einem roten Punkt sehen, aber da ich gerade hier alleine spiele, sehen wir da natürlich niemanden. Oh, mit der Granate, das war natürlich cool, das mag ich immer gerne. Jetzt lädt gerade einer in mein Team rein, das ist schön. Ja, unter dem Radar sehen wir noch, wie lange die Runde noch geht. Das sind jetzt 28 Minuten 21 und die Runde ist vorbei, sobald entweder die Zeit vorbei ist oder eben die maximalen Kills von einem Team erreicht wurden. Mist, aber jetzt dreht sich's. Langsam kommen mehr Leute zu mir als zu den anderen. Das finde ich auch gut. Ich habe hier erstmal meine Hauptwaffe ist die Spider. Eine leichte, ziemlich schnelle, ja, ich nenne es mal Sturmgewehr. Kann man es nicht wirklich nennen. Vollautomatik. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Waffe. Die war. Also die habe ich maximal geupgradet. Man kann Waffen upgraden. Secondary ist die Piranha. Fast schon eine MP, meiner Meinung nach. Bisschen OP. Für Secondaries in dem Spiel. In dem Spiel sind Secondaries ziemlich schwach. Aber naja. Ich finde die Waffe gut. Und ich benutze sie auch ab und an mal. Dann dritte Waffe. Habe ich den Hammer. Das die Nahkampfwaffe. Da ist der Hammer der beste. Also, wie ihr seht, ich bin schon relativ gut equipped. Dann vierte Waffe habe ich die Granaten, die habe ich jetzt leider schon alle verbraucht. Da habe ich 4 Stück, von Anfang an hat man aber nur eine. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick über das Spiel geben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Let's play Brick Force. Tschüss.